Hallo, wir sind Luise und Elisabeth. Wir erzählen euch heute etwas über Erdbeben. Wir wollen euch als erstes Erdbeben und ihre Entstehung erklären, dann wo Erdbeben auftreten, danach die Folgen von Erdbeben und zum Schluss unser Quellenverzeichnis. Ich erkläre euch, was Erdbeben sind. Zunächst müsst ihr wissen, dass die Erdkruste aus mehreren Platten besteht, die durch Wärmeströme bewegt werden. Dabei können Spannungen entstehen, die sich ruckartig lösen. Dies wird Erdbeben genannt. Erdbeben kann man in drei Arten unterteilen. Einmal tektonische Erdbeben, die häufig und stark sind. Dann Einsturzbeben, die entstehen, wenn unterirdische Hohlräume zusammenstürzen. Und Vulkanbeben, die infolge von Vulkanausbrüchen entstehen. Als nächstes erzähle ich euch, wo Erdbeben auftreten. Am häufigsten treten sie an Plattengrenzen auf, zu 90% aller Erdbeben entlang des pazifischen Feuerrings. Es handelt sich um die Grenze zwischen der pazifischen Kontinentalplatte und kleineren angrenzenden Platten. Sie bewegen sich auf Kontinentalmassen von Asien, Amerika, Australien und Antarktis zu. Beispiele, wo Erdbeben auftreten, sind Türkei und Japan. Wir wollen euch jetzt die Folgen von Erdbeben vorstellen. Bei Erdbeben können Gebäude zerstört werden, Risse im Erdboden können entstehen, Felsen können einstürzen, Erdrutschen, Tsunamis, Lawinen, Steinschläge sind auch die Folge von Erdbeben und dabei können Menschen und andere Lebewesen ums Leben kommen. Dieses Jahr sind insgesamt 6.000 Menschen an Erdbeben gestorben. Das war unser Vortrag. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr wisst jetzt mehr über Erdbeben.